Herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Teil von Um die Welt in 80 Tagen. Wir sind Tag 52 und ich denke mir gerade, was ist hier passiert? Ja. Sowas hatte ich mich noch nicht wirklich. Überall so Geldsäcke, ja. Den brauche ich ja eh selbst machen. So, sind insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile. Ja, und das werden wir schaffen mit meiner Intelligenz. Ja, Juhu, und mal wieder ein geschafft. Am besten sind manchmal auch zusammen Paare. Und du sagst, du nährst mich da. Du leider auch. Puh. Ja, ja, das ist immer das Problem, wenn nicht alle auf einmal runterkommen. War das nicht später? Doch schon. Ja, später gibt es dann noch so ein Level. Das wird ein bisschen nervig dann werden. So, da haben wir dann mal wieder. So, ja, bitte nicht wundern. Ich bin auf der Überlegung, ob ich hier so ein mache ich hier einfach mal.
Ja, wird das da dann auch mal aufhören? Jo, oh, Hilfe. Ja, manchmal finde ich das ein bisschen überquält davon dann manchmal. Und das wird dann auch auf die Dauer ein bisschen nerven. Ich brauche noch ein Teil. Darum habe ich diese Hake. Sehr schlau, oder? Bin und Jan. Vorletztes Spiel und dann das super extremte Puzzle. China 53 on. Ja, wie in den letzten beiden Videos habe ich eigentlich schon gesagt,
Ihr könnt bis der sagt Mittwoch mir schreiben und ja. Und zu Thema an mich und ja. Bitte nicht schüchtern sein, einfach schreiben, was euch so einfällt, was ihr Wünsche habt oder auch Fragen. Ja, ihr könnt mich auch natürlich über alle Sachen teilen, Twitter, Facebook, Google Play und Google Plus, sorry. Jo. Ja. Juhu, und mal wieder eins geschafft. Und hier mache ich dann erst weiter, wenn ich da oben. Das soll hier eine Schriftrolle dann sein. Wer von euch hat mal eine Lust, da ich mal nie ein Buch vorstelle? Da jemand mal los, bitte sowas mal in die Kommentarliste schreiben. Und das Angebot mit dem Simulator oder Reise-Windspiel zu kaufen, da könnt ihr immer noch abstimmen, bis jetzt ich beides auf 00, ja. So, mache ich das oder nicht? Jo, und alles. Geschafft und bin froh und munter. Jo, das stimmt jetzt nicht so. Ja, ich bin gerade einfach so eingefallen. Ja. Thank you.
bin ich denn? Ich war auch nicht wirklich. Und das war auch der Plan. Und ja. Ein Spiel geht noch. Und dann. Ja. Bin ich selber auch müde. Und ich muss auch noch ein anderes Video zusammenschneiden. Ja, die Rätsel wurden gelöst. Das alte China ist ordentlich. Ich habe keinen Pfund für den Ballon bezahlt, aber einige Zeit mit dem Lösen der Rätsel der alten Mann verbracht. Ich muss eines davon aufschreiben, das was ihm ein Stück dunkles Licht abgibt. Das was auf einer langen Reise Glück bringt und vor Unglück. Die Briefmarke, ja, die Briefmarke, ja. Ich habe ihnen alles gebracht, wonach sie gefragt haben. Weißer Mann, haben wir die richtige Antwort auf ihre Rätsel gefunden? Die haben gesehen und wahrgenommen, die haben gehört und vernommen, dass denen das ermöglicht, über das Leute zu fliehen, über allen zu sein. Kann ich ihn dir geben? Ich danke Ihnen, weißer Mann. Fast in Ihren Händen haltet das, was Glück bringt. Ein neues Rätsel? Es bezieht sich auf Glück oder auf das Gewinnen der Wette oder vielleicht auf Fräulein Auda? Jetzt muss ich nur noch einen Briefmarke finden und nicht und mich mein Mitenden anschließen, Mitreisende. China Tag 54. Und das schaffen wir jetzt noch in. Und ja, was ich immer am tollsten auch immer wieder finde, sind diese Briefmarken. Ja.
Was ich diese Woche noch für Videos machen möchte, ist einmal Europa als PowerPoint, dann einmal auch Imperialismus und der Erste Weltkrieg und die Realität. Mit der Ding, was im Mittelalter geschah, mit der, was in England war, die Ding, ihr weißt schon, was ich meine, oder? Lasst euch einfach darüber überraschen. Dass ich hier einfach, da haben wir einfach alles so. Ja, ich muss hier mal ein bisschen weiterkommen. Ich habe mich mal wieder meinen alten Namen, weil der alte Name war mir ein bisschen zu nervig. Und ja. Den fand ich auch einmal so überhaupt gar nicht toll. Passend wirklich. Weil das auch nie so kompliziert auch einmal war. Und ja. Darum habe ich echt auch wieder geändert. Ja. Ich hoffe mal, ihr seid damit einverstanden. Glaube ich schon. Ja,
Heidi Blister. Ja, am Ende ist das immer nur noch ein paar Steine. Ja. Leider auch. Um die man sich nicht kümmern muss. Ich möchte hier bitte nicht verlieren. Hier oben habe ich echt schon mal, war zum Glück. Und ich bräuchte hier nur noch eine Viererkette. Wenn das mir jetzt nicht auf die Schnelle noch gelingen soll, ja, und noch nicht, ja, jetzt. Ja. Die doch. Ja, und. Oh, je, no. Ja. Oh ja, diese Info brauche ich jetzt nicht. Oder Tipp, oder was da auch sein soll. Wir sind in China. Ja, haben den Tag total überstanden. Und ja, Tay Fred, die Grün, die Red Wall am. Weiß ich nicht, gar nicht. Die Rad. Ja. Und wie ich dann auch natürlich weiter die das erfährt ihr in. Beim nächsten Mal bei 80 Tagen um die Welt die nächsten Folge ab 56 mit Benjamin Matz. Wie immer ein Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ein Kommentar in die Kommentarliste. Oder mir einfach mal eine Mail schreiben unter benjamin.youtube.com. Und auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.